Das Internet. Das Internet ist ja allgemein großer Scheiß, möchte man meinen. Das Internet sollte zumachen. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass sich das durchsetzt, dieses Internet. Internet. Ja. Das Internet. Dieses Internet. Hat das Internet überhaupt noch auf? Um die Uhrzeit. Das sind doch alle, ich weiß nicht, ist wie bei der Schule, oder? Von 8 bis 12? Und dann von 17 bis 21 Uhr. Hat ja Mittagsport irgendwann. Das Internet. Ja, also auch dieses Google-Ding, das wird sich nicht durchsetzen. BTX, das ist der neue heiße Scheiß. BTX? Bildschirm. Ja. Kann man Banking drüber machen. Und so. Das hat mein Vater ganz früh gehabt. Da hatte der noch den Commodore 128D. Ja. Nicht den 64. Ich habe mit dem 64 angefangen. 128D. Ja. Der ist nämlich, wenn du geboostet? Nee, gebootet hast. Ja. Heißt das? Ist ja scheißegal, wie es heißt. Aber dann du hast ihn angemacht. Fängst mit dem 128D-Modus an. Ja. Grün, schwarz, und dann hast du eingegeben Go 64 und dann wurde der blau, hellblau. Und dann warst du C64, Load, Gänsefüßchen oben, List, Gänsefüßchen oben, 0,8 Doppelpunkt. Ja. Nee, was nicht mal 0,8, 0,8, 1? Nee, das war beim C64. Dollarzeichen, 0,8. Oder Dollarzeichen, 0,8, Doppelpunkt, check, List, ja. Und dann kommt die List, was auf der Diskette ist. Das war eine gute Zeit. Ich glaube, das wird auch wiederkommen. Ich denke. Ja, eigentlich war es ja nie weg. Es war nie weg. Nö, es war immer da. Ich habe leider keinen mehr. Ich habe auch den Atari 2600 mit Holzfront verschenkt. Echt? Scheiße. Da kannst du lieber deinen MacBook verschenken. Pah, scheiß Gerät. Also, Apple soll ja mal profimäßig gewesen sein. Ich empfinde da nichts mehr profimäßig. Ich finde es einfach nur noch... Es ist ja was für Mediendesigner. Ja? Und du bist ja Mediendesigner. Als Apples. Aber Apples sind schon scheiße, aber PCs sind doppelt scheiße. Windows ist doppelt scheiße. Schreibmaschine. Schöne Schreibmaschine die, mal wieder. Die gute weißt alte du? Schreibmaschine. Ja. Und zusammen kopieren, sowas. Ja. Ja. Ich habe ja mal Grafikdesign studiert und meine Professoren haben noch richtig mit Schere und Kleber hier Repro gemacht. Ne? Also und ich habe noch zumindest mal kennenlernen dürfen, mit richtigen Punzen zu arbeiten, mit Bleilettern. Kennt man auch nicht mehr heutzutage. Du hast die, die Cover machst du ja auch selbst. Und mit die, Bleilettern, richtig. Ja, und mit dem C128D. Richtig. Aber du schneidest ja auch die Frau zum Beispiel auf dem Cover von Lo-Fi. 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 Die hat auch Punzen. Heißt es Lo-Fi? Lo-Fi, ich nenne es Lo-Fi, aber mittlerweile... Die coolen Leute sagen Lo-Fi, oder? Lo-Fi. 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 Scheißegal, wie die Scheiße heißt. Ja, also, ja, auf jeden Fall, die hast du ja auch aus 8 verschiedenen Frauen zusammengebastelt. Ja. Hat so ein bisschen was Perverses, ja? Aber ist auch cool. Die Brust hängt so tief. Damals kann ich mich noch nicht so mit Brüsten aus. 2004. Ja, 2004, so... Chirurg... Sammy noch nicht ganz so... Ich finde, dass die eine Faust von der zu groß ist. Die hat eine so eine Mephisto-Faust. Andi, das ist perspektivisch, verstehst du? Wenn das jetzt eine Kamera wäre, dann ist das, was hier vorne ist, natürlich größer als das, was... Ja, aber die steht ja ganz anders. Die steht, hat die eine Faust weiter vorne. Ich zeig das mal eben. Hier ist sie doch drin, warte mal. Zeig mal. Pass mal auf. Lo-Fire. Pass auf. Auf jeden Fall hast du sie aus 5 oder 6 Frauen zusammengeschnitten. Und, Ah, nee, die Faust sieht man nicht, schade. Da ist ja viel Liebe dabei, oder? Klar. Wie bei... Klar, es waren die einzigen 5 Frauen, die ich in den Scheißmagazinen neben mir liegen hatte. Was haben wir da? Wir haben, es gab ein Grundgerüst dieser Frau. Ja. Und 2 Brüste. Hallo, also, auf diese schäbige Art musste mir gar nicht kommen. außer Maxim, ja? Das war so ein junges Mädel, die hatte diese Trainingssachen an, hatte ein T-Shirt an und so ein Gesicht, das mir nicht gefallen hat. Dann habe ich ein Dekolleté gefunden, das mir ganz gut gefiel. Habe also das weiße T-Shirt ersetzt durch die Brüste. Habe neue Lippen gefunden, die mir gut gefielen. Einen Pony, den wir drauf gemacht haben. Das ist total krank, oder? Tätowierung. Es hat auch geblitzt, als ich das gemacht habe. Es war ein Gewitter, als ich das gemacht habe. Ja, und irgendwann war sie fertig. Und dann hast du gerufen, es lebt! Es lebt! Ah, mein Mädchen! Wenn ich mit der 17 Zoll Röhre durchs Auge Ja. Also man muss, wenn man Design macht, muss man auch analog arbeiten. Nicht nur immer die Scheiße am Computer machen. Ja. Wenn die Kids sich irgendwie fragen oder die jungen Studenten oder die jungen Menschen, wie machst du denn die Kleckse? Mit welchem Programm machst du diese Kleckse? Mit Photoshop oder wie? Gibt es einen Filter? Tinte ins Maul und draufspucken. Du machst die mit einem scheiß Pinsel und mit Tinte und kleckst auf den Boden, scannst das ein und oder fotografierst das und so machst du Kleckse. Ja. Nicht mit Photoshop. Weißt du? So macht man Kleckse. So macht man Unsinn. Ja. Da muss man ein bisschen einfacher denken. Denke einfach. Denke. Oh, da ist die Kamera. Es ist alles hier so ein bisschen durcheinander, möchte ich meinen. Ja. Wie auf der DVD. Ja, nee, auf der DVD mussten wir auch ganz viel hin und her schneiden, weil wir da auch wieder ganz viele Sprünge drin hatten, oder? Wie ist das denn generell? Habt ihr die... Ja.
Habt ihr die Songs jetzt quasi, ihr habt ja immer das gleiche Set gespielt, oder? Bei beiden Konzerten habt ihr das gleiche Set gespielt. Und wer hat dann entschieden, hey, der Song ist jetzt da schon cooler, weil ich bin da öfter zu sehen, zum Beispiel. Oder nee, war es dann so, hey, da sind, ist die Aufnahme klarer. Wir haben das Videomaterial gar nicht gesehen, bis es nicht wirklich released war. Ich wollte auch die ganzen Spuren nicht sehen, sonst wären wir dann nie fertig geworden. Wir haben das nur danach entschieden, wo wir uns etwas weniger verspielt haben und wo wir glauben, dass die Stimmung bei dem Song in der Stadt dann besser war. Okay. Wir hatten ja nur die Audio. Genau, wir hatten nur die Audiospuren und dann haben diese Blöcke auch Sinn gemacht. Wir spielen diese Blöcke auch live so. Wir finden es gut, wenn man nicht ganz so viel quatscht während der Show, sondern 3-4 Songs am Stück spielt und nach hinten ist dann die, wie heißt das? Wenn man so Energie. Nee, da gibt es ein richtiges Wort für. So, Energie ist kein richtiges Wort. Lass dir das richtige Wort entfallen. Nicht Konstitution, sondern mit K.O. Kondition. Kondition lässt dann nach und dann gibt es mehr Pausen. So, okay. Ja. Dankeschön für diese Information. Deine Stimme auf dem neuen Album. Schön. Was? Schön. Ist schön, deine Stimme, ja. Naja, geht. Auf der DVD sagst du selbst, dass du auf jedem Album eigentlich anders klingst. Mhm. Also einmal eher so nasal singst und dann einmal eher... Ich habe ein bisschen Schnupfen, deswegen. Ja, dass du halt... Oh, Pizza. Oh, es klingt. Ah, kommst du rein? Der ist der Pizzamann. Ah. Komm ruhig rein, komm ruhig rein. Das ist noch nicht 26 cm. Das hört man auch. Ja, das hört man auch. So, also... Das sind noch niemals 26 cm. Also hier haben wir die 114. Ich weiß gar nicht mehr, wer was hat. Ich kann die ja ganz eben beiseite stellen. Ja. Anmerkung der Redaktion, wir müssen die 146 anrufen und den Markus informieren, dass die Pizza da ist. Ja, sollen wir dann mal kurz hier cutten? Ja. Sollen wir hier cutten? Ja. Sollen wir cutten? Wir machen kurz eine Abstimmung. Ich mach einen Cut. Sollen wir drauf? Aber... Hallo. Ja, nichts weiß. Es ist... Es ist immer schön. Wie dem auch sei. Also, wir sind aus der Pause zurück. Haben Pizza gegessen, die war scheiße. Und jetzt reden wir... Über Bütchen. Über Bütchen haben wir uns gedacht, weil... Weil es gibt keine Bütchen hier in Bayern. Wir sind hier in Bayern, ja, und die Jungs sind aus Düsseldorf. Also die Band ist... ihr seid aus Ratingen, oder? Ha. Okay, nee. Voll verkackt. Okay, scheiße, Ratingen. Schach. Nee, aus Düsseldorf. Ja, seid ihr alle aus Düsseldorf eigentlich? Der Chris, unser Orgelspieler, der ist aus Oberhausen. Ja, aber ist ja da zumindest die Ecke und da gibt es auch Bütchen. Ja, Bütchen für alle Bayern sind Orte der Liebe, der Versöhnung, des Alkoholkonsums. Ja. Und da gibt es halt Süßigkeiten, Bier, alte Pornos, Frauen. Pornohefte und Zigaretten für 20 Pfennig, gemischte Tüten. Wenn man als Kind in einem Bütchen eine Zigarette gekauft hat, hat man die dann in einer gemischten Tüte bekommen. Aber ohne Lakritz. Ohne Lakritz. Ohne Lakritz. Dann kann man sagen, Lakritz oder Zigarette. Was bist du für ein Typ? Dann habe ich gesagt, ja, Lakritz. Also wirklich, Bütchen heißt in Berlin Spätkauf und bei uns Bütchen. Und sonst heißen wir, glaube ich, Kioske? Kiosken. Ja, aber hier gibt es sowas gar nicht. Hier geht. Also es ist richtig scheiße. Hier gibt es Weißwurst. Ja, aber das ist ja jetzt kein Bütchenersatz. Ha. Also kein richtiger, zumindest. Nee, also ich mag, was? Bütchen. Nicht. Ja, ich auch nicht. Franken ist nicht Bayern. Naja, doch, eigentlich schon. Ja. Ihr wollt also aber eigentlich schon nicht sein, oder? Warum hast du eigentlich so Probleme mit Artikeln? Ja. Wir reden jetzt mit unserem Kameramann, der gerade meinte, wollt ihr noch eins von das Cola? Aber er ist aus Franken. Wollt ihr noch eins von spricht von Ungarn sehr gut Deutsch. Ja, aus Franken in Ungarn? Ja, so unser Kameramann. Frankenreich.